Herzlich willkommen zu unserer vierten Station der Reise durch das Steuerrecht 2021. Sie haben es geschafft, dann heute nach der heutigen Veranstaltung eine geballte Masse an steuerrechtlichen Themen, die wir auch heute wieder für Sie aufbereitet haben. Aber natürlich, und das ist wichtig, das war auch in den letzten Tagen so, auch immer mit einem starken Bezug zur praktischen Umsetzung und praktischen Anwendung. Was haben wir heute auf der Agenda? Das ganze Thema Lohnsteuer und private Einkommensteuer. Somit haben wir zum Schluss vielleicht für Sie auch noch ein kleines Schmankerl, und zwar einen kleinen, vielleicht auch persönlichen Bezug bei der einen oder anderen, bei dem einen oder anderen Thema. Und wir können Ihnen sagen, das Ganze ist dann auch der Tipp oder die Empfehlung, die wir dann geben. Natürlich steuerfrei, ist ganz überwiegend eigengetriebenes Interesse, nehmen Sie natürlich an der Veranstaltung heute teil. Die Referenten heute, Michaela Leitner und Bonnie Spors. Vielleicht noch eins zum organisatorischen. Wir werden auch heute wieder die Veranstaltung aufzeichnen. Im Nachgang bekommen Sie zu allen vier Veranstaltungen einmal die Präsentation und dann auch die Aufzeichnung. Hierfür erstellen wir eine Internetseite und Sie können sich die entsprechend dort anschauen und runterladen. Sie sehen auch heute wieder auf den Präsentationen unten kleine Links, so in blau, da steht dann die neue Text News. Das sind dann Links zu unserer Webseite oder auch zu einem Quartalswebcast. Wenn Sie weiter in die Themen einsteigen wollen, können Sie sich da nochmal belesen, können dort auch nochmal nachhören, wenn wir Themen auch im Quartalswebcast drin haben. Auch heute wieder, wir haben für Sie geöffnet ein Q&A-Forum, wo Sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Wir schauen, wie wir vom Zeitablauf vorankommen, wie es auch thematisch passt, dass vielleicht die eine oder andere Frage im Laufe der Veranstaltung heute schon beantwortet wird, sonst werden wir im Nachgang dort schriftlich die Sache beantworten und wir kriegen auch im Laufe der Veranstaltung noch Hinweise vielleicht zu ergänzenden Veranstaltungen, die wir haben, sodass Sie da auch selber weiter tiefer in die Themen entsprechend einsteigen können. Das wäre es von meiner Seite und ich übergebe dann an Michaela, die in die Themen einführt und dann zu den verschiedenen Themen entsprechend vorträgt. Ja, Dietmar, herzlichen Dank für die Begrüßung. Meine Damen und Herren, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen letzten Veranstaltung im Rahmen des Jahreswechsels 2021 und 2020. Dietmar hat es angesprochen, Lohnsteuer und private Einkommensteuer ist das Thema unserer heutigen Session. Und Ronny Spors und ich werden Ihnen im Verlauf dieser anderthalb Stunden zunächst kurz allgemeine steuerliche Hinweise geben, dann einige Anmerkungen für Immobilienbesitzer und für Kapitalanleger machen und dann etwas breiter angelegt Hinweise für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die jetzt zum Jahreswechsel interessant sind. Wir werden dann später in den Veranstaltungshinweisen noch drauf kommen, dass es auch Anfang 2022 wieder das Deloitte-Arbeitgeberseminar geben wird, wo wir dann diese Themen noch wesentlich ausführlicher als heute vorstellen können, wo der zeitliche Rahmen ja etwas eingeschränkt ist. Und dann zum Schluss darf ich Ihnen dann noch mal kurz die Checkliste vorstellen, die wir ans Ende der Präsentation gestellt haben, die wir jetzt nicht im Detail besprechen, aber wo Sie zu den einzelnen Themen dann auch noch ergänzende Hinweise gerade jetzt zum Jahreswechsel finden. Dann darf ich gleich einsteigen mit dem Thema allgemeine steuerliche Hinweise und hier zunächst mal auf gesetzliche Dinge hinweisen. Zweites Familienentlastungsgesetz kennen wir schon aus dem Vorjahr. Hier haben sich letztes Jahr Kindergeld und Kinderfreibetrag für 2021 erhöht.
Dabei bleibt es auch bei diesen Werten im Jahr 2022. Da gibt es also keine Veränderung. Was aber schon beschlossen wurde und was jetzt auch umgesetzt wird, ist eine weitere Erhöhung des Grundfreibetrags, der nämlich von 9.744 im Jahr 2021 auf 9.984 jetzt dann auch im Jahr 2022 angehoben wird. Unverändert bleibt der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende im Jahr 2022. Erhöht wird allerdings der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsleistungen. Und Sie sehen, die Zahlen korrespondieren immer mit dem Grundfreibetrag. Das heißt also, bis zur Höhe des Grundfreibetrages können diese Leistungen abgezogen werden bei der steuerlichen Ergebnisermittlung. Auf der folgenden Folie finden Sie diese Erläuterungen einfach nochmal zahlenmäßig in einer Übersicht zusammengefasst, dass Sie nochmal dann einen Vergleich machen können zwischen 2021 und 2022. Dann möchte ich kurz nochmal eingehen, das wurde zwar schon in der allerersten Session am Montag besprochen, nachdem es aber auch für die persönliche Einkommensteuererklärung relevant ist, möchte ich es einfach gern nochmal kurz ansprechen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja in seinem Beschluss vom Juli diesen Jahres die bisherige Verzinsung von Steuernachzahlungen und Steuererstattungen der Höhe nach als nicht zulässig erachtet und den Gesetzgeber aufgefordert, bis 31.07.2022 hier eine gesetzliche Neuregelung zu schaffen. Diese gesetzliche Neuregelung wird nur zurückwirken auf Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019. Und obwohl das Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit ab 2014 mit der Verzinsung nicht einverstanden war, hat es im Wege einer Feststellungsanordnung die weitere Anwendung der bisherigen 6%, 0,5% im Monat macht 6% per annum, für Verzinsungszeiträume 2014 bis Ende 2018 zugelassen. Das haben Sie vielleicht auch auf Ihren Steuerbescheiden schon gesehen, wenn Sie spät abgegeben haben, bei der Zinsberechnung, dass dann nur Zinsen erhoben werden bis 2018, aber noch nicht ab 2019. Die Steuerbescheide sind diesbezüglich vorläufig, sobald klar ist, wie die Verzinsung ab dem Verzinsungszeitraum 2019 ausschaut, werden die natürlich entsprechend nacherhoben. Bisher werden Zinsen für Verzinsungszeiträume ab 2019 zunächst mal vorläufig mit Null festgesetzt. Das zum Thema Vollverzinsung. Auch ein Thema in der Einkommensteuer sind die haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnisse und Dienstleistungen. Die entsprechenden Beträge, zum Beispiel wenn man die Haushaltshilfe als Minijob angemeldet hat oder wenn Sie einen Gärtner beschäftigen oder auch für Handwerker, Lohnleistungen bei Handwerkern, Reparaturen und so weiter, gibt es ja die Möglichkeit, bis zu bestimmten Höchstbeträgen diese Leistungen steuerlich geltend zu machen. Und zwar funktioniert es unmittelbar als Abzugsbetrag von der zu zahlenden Steuer. Und hier hat man nun ergänzend eingefügt durch ein BMF-Schreiben, dass auch Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen der öffentlichen Hand, wenn sie dafür was bezahlen müssen, auch entsprechend und die Beiträge oder die Beträge noch nicht anderweitig ausgeschöpft sind, ansehen können. Insbesondere betrifft es die Straßenreinigung und den Winterdienst, also Dinge, was man auch selber machen könnte, ja, oder selber machen kann. Und auch, dass es auch sowohl beim Gehweg als auch beim Winterdienst, beiden betrifft es nur den Gehweg, den Sie ja normalerweise als Hauseigentümer selber schippen müssten, ja. Wenn das von der Gemeinde gemacht wird und Sie dafür etwas bezahlen müssen, dann ist auch die gemeindliche entsprechende Maßnahme steuerlich absetzbar. Nicht nur, wenn Sie selber einen privaten entsprechenden
Hausmeisterservice oder Winterdienst beauftragen. Dann kommen wir zu einem eher formalen Thema, Anerkennung von Bewirtungsaufwendungen. Sie wissen, wenn Bewirtungsaufwendungen getätigt werden, sind die zu 70% als Betriebsausgabe abzugsfähig, soweit der geschäftliche Anlass nachgewiesen wird für diese Bewirtung. Und das Thema ist, dass es eigentlich ein allgemeines Formular gibt für diese Bewirtungsaufwendungen. Die meisten Restaurants haben ihre Kassenbelege schon entsprechend erstellt oder lassen sie entsprechend erstellen. Bei größeren Bewirtungen wird es meistens sogar eine richtige Rechnung geben ans Unternehmen. Diese 70%-Grenze ist dann anzuwenden, wenn es sich um Aufwendungen handelt, die nach dem allgemeinen Geschäftsverkehr als angemessen anzusehen sind. Ja. Man hat manchmal Diskussionen mit dem Betriebsprüfer, wenn es sich um Bewirtungen in Sternerestaurants handelt. Aber denke ich mal, wenn man die Geschäftsbeziehung als entsprechend wichtig auch gut dokumentieren kann, dann dürften auch solche Aufwendungen als angemessen gelten. Wir haben Ihnen aus diesem BMF-Schreiben nochmal zusammengefasst, welche Inhalte sowohl ein maschinell erstellter Bewirtungskassenbonbeleg des Restaurants als auch eine entsprechende Rechnung an das Unternehmen auf jeden Fall enthalten müssen, damit zumindest die 70% Abzugsfähigkeit gewährleistet sind. Die Punkte, die wir mit einem Sternchen, Notensternchen gekennzeichnet haben im Bereich Inhalt, diese sind nicht erforderlich bei sogenannten Kleinbetragsrechnungen, das sind Bewirtungsrechnungen bis zum Bruttobetrag von 250 Euro. Wenn die Bewirtung teurer ist, dann müssen auch die mit Sternchen gekennzeichneten Angaben drauf sein. Auch diesbezüglich ist die Digitalisierung auf dem Vormarsch und ganz im Wesentlichen dreht sich in diesem BMF-Schreiben das Thema um die digitalisierten Rechnungen und über die Zahlungsbelege. Also was nach wie vor gilt, ein Kreditkartenbeleg ist keine Bewirtungsrechnung. Also hier ist auf jeden Fall, wenn Sie mit Kreditkarte bezahlen, der Zahlungsbeleg und die tatsächliche Rechnung oder die der Bewirtungsbeleg vom entsprechenden Restaurant auf jeden Fall mit beizufügen. Und auch in diesen Fällen ist die Unterschrift des Einladenden und auf jeden Fall mit erforderlich und auch dann die Name und aller Teilnehmenden, also nicht nur des Bewirtenden, sondern auch der Teilnehmer. Interessant finde ich, dass diese Anforderungen auch bei Bewirtungen im Ausland gelten, so steht es explizit im BMF-Schreiben noch drin. Es gibt viele Länder, wo die Bewirtungsbelege da etwas kryptisch sind und sicher nicht unseren Erfordernissen entsprechen. Hier gilt die Regel, dass das dann durch einen entsprechend aufbereiteten Eigenbeleg, ja, dieser Kassenbon, den man dort hat, oder diese Bewirtungsrechnung dann ergänzt werden muss, wo die unter Inhalt genannten Angaben dann auf diesem zusätzlichen Eigenbeleg mit drauf sind. Das wären die Formalitäten gewesen. Dann nochmal ein Thema zu den Steuererklärungen. Wir hatten ja schon großzügige Fristverlängerungen für die Steuererklärungen 2019 und auch für die Steuererklärungen 2020 gibt es nochmal eine von Amts wegen automatisch gewährte Fristverlängerung, für die kein Antrag erforderlich ist. Wenn Sie Ihre Steuererklärung selber machen, ist die Frist leider schon abgelaufen, weil die nämlich bis zum 2.11.2021 verlängert war. Wer sich durch steuerberatende Berufe die Steuererklärung erstellen lässt, hier ist automatisch eine Fristverlängerung bis zum 31. Mai 2022. Und wenn Sie innerhalb dieser jeweiligen Fristen abgeben, dann gibt es keinen Verspätungszuschlag. Ja?
Wenn allerdings Sie Ihre Steuererklärung selber machen und bis Anfang November 2011 noch nicht eingereicht haben beim Finanzamt, dann ist mit einem Verspätungszuschlag zu rechnen. Und die Verzinsung, die ja üblicherweise 15 Monate nach Ablauf des Veranlagungszeitraums beginnt, das wäre bei 2020 der 1.4.2022, ist verlängert auf den 1.7.2022. Also wenn die Steuer bis dahin festgesetzt wird, gibt es keine Verzinsung. Sowohl im Positiven wie im Negativen. Ja, und wir stehen ja kurz davor, dass die neue Regierung sich nächste Woche endgültig formiert. Und der Koalitionsvertrag steht fest und enthält natürlich auch steuerliche Komponenten. Was ist im Bereich Einkommensteuer geplant im Koalitionsvertrag? Im Bereich der Einkommensteuer ist geplant die Änderung der Kindergrundsicherung, die zukünftig aus zwei Komponenten bestehen soll, und zwar einem vom Einkommen der Eltern unabhängigen Garantiebetrag, der für alle Kinder und Jugendlichen gleich hoch ist, und einen dann einkommensabhängigen gestaffelten Zusatzbetrag. Und interessant ist, dass in Zukunft volljährige Anspruchsberechtigte, zum Beispiel weil sie noch in Ausbildung sind, diese Leistungen künftig dann direkt erhalten. Also nicht die Eltern für die Kinder, sondern die Kinder dann, wenn in dem Moment, wo sie volljährig sind, direkt erhalten. Diese Grundsicherung soll das Kindergeld und den Kinderzuschlag umfassen. Das Verfahren soll, man verspricht sich davon, dass es vereinfacht wird. Der Kinderfreibetrag ist von dieser Regelung, der steuerliche Kinderfreibetrag, aber unberührt. Angehoben wird der Ausbildungsfreibetrag, der bisher 924 Euro ist, auf 1.200 Euro. Wann genau diese Änderungen kommen werden, ob erst ab 2023, eventuell schon 2022, dazu ist im Koalitionsvertrag momentan noch nichts geregelt. Hinsichtlich der Rentenbesteuerung, die gibt ja schon diesen Stufenplan, dass die Rentenversicherungsbeiträge zunehmend als Sonderausgaben abgezogen werden können. Das soll schon vorgezogen werden. Bisher hat der Stufenplan, ist der gelaufen bis 2025. Hier hat man sich schon ein bisschen committed, dass das vorgezogen werden soll auf 2023. Und ab 2023 der steuerpflichtige Rentenanteil, der ja auch jedes Jahr etwas höher hier wird, nicht mehr um einen Prozent, sondern nur noch um einen halben Prozentpunkt steigen soll. Der steuerpflichtige Rentenanteil wird immer festgelegt durch das Jahr, in dem man sozusagen den Rentenbezug startet. Das heißt, die Vollversteuerung der Renten wird dann erst wirklich ab 2060 erreicht, was wahrscheinlich die wenigsten von uns noch erleben. Eine Anhebung des gesetzlichen Rentenalters, das wir ja momentan bei 67 Jahren haben, ist derzeit laut Koalitionsvertrag nicht vorgesehen. Das wären die Hinweise gewesen zum den allgemeinen steuerlichen Grundsätzen. Und wir machen weiter mit den Hinweisen für Immobilienbesitzer, und diesbezüglich darf ich an den Kollegen Ronny Spors übergeben. Ja, vielen Dank. Kommen wir zu den Hinweisen für die Immobilienbesitzer. Und da haben wir als allererstes die Frage, ob ich meine Betriebsausgaben, die ich in einer Vermietung, Verpachtungsfall habe, voll ansetzen kann, wenn ich die Wohnung vergünstigt überlasse. Und da regelt seit dem 01.01. diesen Jahres der Paragraph 21 im Absatz 2, dass es hier
zu einer vollen Abzugsfähigkeit der Werbungskosten kommt, wenn ich mindestens 66% der ortsüblichen Miete als Miete veranschlage. Dann gilt sie also als vollentgeltliche Wohnraumüberlassung und dementsprechend kann ich auch im vollen Umfang die Werbungskosten gegen diese Einnahmen geltend machen. Am unteren Rand sollte ich weniger als 50% der ortsüblichen Miete nehmen, dann gilt die Wohnraumüberlassung als teilentgeltlich und dementsprechend darf ich auch nur im Zusammenhang mit dem entgeltlichen Anteil, also total, meine Werbungskosten entsprechend gegen die Einnahmen geltend machen. Und dann haben wir noch so einen kleinen Graubereich zwischen diesen 50% und den 66% der ortsüblichen Miete. Da hängt es davon ab, ob ich die Werbungskosten voll oder quartal ansetzen kann, ob ich selbst mit dem reduzierten Mietpreis zu einer positiven Überschussprognose komme. Das heißt, also Finanzamt schaut dann perspektivisch auf längere Sicht, werde ich also mit dem günstigeren Mietzins da trotzdem zu einem endgültigen positiven Ergebnis kommen. Wenn das der Fall ist, darf ich auch 100% der Werbungskosten ansetzen. Ist das nicht der Fall, dann gilt das wie auch bei der unter 50% marktüblichen Mietevermietung. Ich darf dann also nur im entsprechenden Anteil die Werbungskosten geltend machen. Eine Frage, die immer gerne gestellt wird, was ist denn jetzt die marktübliche Miete? Da gibt es ein relativ neues Urteil vom obersten Finanzgericht, was da sagt. Also dem Grundsatz ist ja ortsübliche Marktmiete von dem ortsüblichen örtlichen Mietspiegel abzuleiten und nur in Fällen, wo es diesen nicht gibt, muss ich also sagen, ja, entweder ich habe ein Gutachten, was dann sagt, was also die angebrachte Miete für mein Mietobjekt wäre, oder ich kann drei vergleichbare Wohnungen und deren Mietzinsen anführen, um halt deutlich zu machen, was ist denn ortsüblich an dem Punkt, wo eben kein Mietspiegel gegeben ist. Ganz wichtig, wenn ein Mietspiegel da ist und er hat eine Bandbreite, dann ist es in Ordnung, sich an der unteren Grenze zu orientieren. Ich muss also nicht immer in die Vollen gehen, wenn es um diesen Vergleich des Mietpreises geht. Gut, soviel zum Thema Überlassung. Im nächsten Bereich, eingeführt durch das Klimaschutzpaket für 2030, beziehungsweise als Klimaziel 2030, geht es um die Förderung von energetischen Maßnahmen der Gebäudesanierung. Was ist das? Nun, grundsätzlich ist das alles das, was sozusagen dazu führt, dass ich in dem Gebäude möglichst weniger Energie verbrauche, insbesondere Heizenergie. Heißt also, wenn ich Dämmung einbaue, wenn ich Fenster oder Türen erneuere, wenn ich eine Lüftungsanlage einbaue oder die Heizungsanlage erneuere oder auch modernisiere im Sinne von optimieren, also bestimmte Komponenten beifügen, eine digitale Steuerung reinbaue, dann sind das auch Maßnahmen, die ja grundsätzlich förderfähig sind. Und wie funktioniert die Förderung dann? Es ist so, dass ich dann 20% der Aufwendungen für solche Maßnahmen als Steuerermäßigung berücksichtigen kann, verteilt über 3 Jahre und gedeckelt auf 200.000 Euro pro Steuerpflichtigen, beziehungsweise das ist auch für Unternehmen anwendbar pro Unternehmen. Die Staffelung, also 7% der Kosten in den ersten beiden Jahren und die restlichen 6% dann im letzten Jahr, immer versehen mit Höchstbeträgen. Und wie gesagt, Steuerermäßigung heißt, ich kann es also nicht von irgendwelchen Einnahmen absetzen, sondern das heißt wirklich am Ende unter dem Strich mindert es direkt meine Einkommensteuerlast, die ich da auf meine sonstigen Einkünfte oder andere Einkünfte zahlen würde. Das ist also durchaus eine großzügige Förderung. Wichtig nochmal hier der Förderzeitraum, alle Maßnahmen, die nach dem 31.12.2019 begonnen wurden und vor dem 01.01.2030 abgeschlossen sein werden, die qualifizieren sich also für diese entsprechende Förderung. Und auch wichtig, für die Optimierung einer mindestens 2 Jahre alten Heizungsanlage gibt es nochmal 50% zusätzliche Förderung bei dem Ganzen. So, was sind die Hürden? Also mal losgelöst von dem zeitlichen Momentum. Die Hürden sind insoweit, dass ich
einen Antrag brauche, damit ich die kriege, muss ich also in meine Steuererklärung angeben. Ich brauche die Durchführung durch einen Fachbetrieb, der dann auch im Nachgang ein amtlich vorgeschriebenes Muster ausfüllt und mir bescheinigt, dass die entsprechenden Maßnahmen der energetischen Sanierung durchgeführt, fachgerecht und ähnliches waren. Ein entsprechendes Muster ist da auf den entsprechenden Seiten der Finanzverwaltung auch herunterladbar. Und wichtig, das Objekt selbst muss älter als 10 Jahre sein, wenn ich mit diesen Maßnahmen beginne. Bei der Heizung, wie gesagt, die kann auch schon modernisiert oder optimiert werden, wenn sie älter als 2 Jahre ist, wenn sie in einem entsprechend alten Haus steht. Zu dem Ganzen gibt es auch ein BMF-Schreiben für die Details, ist also da auch nachzulesen. Soviel zum Thema Modernisierung. Dann haben Sie auch alle in der Presse verfolgt, ist ja in diversen Ballungsgebieten und eigentlich auch großflächig Wohnraum knapp. Und vor dem Hintergrund wurde ja schon vor einiger Zeit diskutiert und auch eingeführt, eine Sonderabschreibung für die Neuerschaffung von Wohnraum. Das heißt also, hier ist es möglich, eine Sonderabschreibung, also zusätzlich zur normalen Abschreibung für das Gebäude zu nutzen, wenn es sich da um die Anschaffung und Herstellung von neuem Wohnraum handelt. Anschaffung gilt in dem Falle, wenn sie im Jahr der Fertigstellung des neuen Wohnraumes passiert. Herstellung ist klar, dann wird sie neu gebaut. Voraussetzung für das Ganze, der Bauantrag oder die Bauanzeige muss zwischen dem 31.08. und 01.01.2022 gestellt werden. Also wenn Sie da noch was im Auge haben, dann ist da jetzt höchste Eile geboten, weil die Frist da entsprechend abläuft. Es ist auch Voraussetzung natürlich, dass neuer Wohnraum geschaffen wird, also eine Teilung einer Wohnung und da zwei draus zu machen, würde nicht funktionieren, also muss wirklich ein neu geschaffener Wohnraum sein. Es gibt eine Bemessungsgrundlage für die Förderung, die beträgt 2000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Allerdings wird nur gefördert bzw. die Sonderabschreibung hier zugelassen, wenn die Kosten für das Objekt maximal 3000 Euro pro Quadratmeter sind. Also hier hat man eine Höchstgrenze, was es kosten darf, aber auch eine Höchstgrenze, bis wohin die Abschreibung genutzt werden kann. Nicht zulässig ist Wohnraum oder die Sonderabschreibung auf Wohnraum, der nur zur vorübergehenden Beherbergung dient, also ein Ferienhaus, eine Ferienwohnung, lassen sich hier über diese Maßnahme nicht mit einer Sonderabfrage belegen. Was passiert, wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden? Dann wird rückwirkend diese Sonderabschreibung versagt, mit der Folge auch, dass rückwirkend selbst bestandskräftige Steuerfestsetzungen hier dann entsprechend geändert werden können. Ein Hinweis auf die Hemmung der Festsetzungsfrist ist da entsprechend aufgenommen worden, sodass also hier sich die Finanzverwaltung das Recht vorbehält, also auch wirklich für den gesamten Förderzeitraum sozusagen Rückschau zu betrachten und sagen, sind die Bedingungen eingehalten. Gut. Nächstes. Wären dann schon die Hinweise für die Kapitalanleger. Einer hier, da geht es um die Beantragung von Verlustbescheinigungen. Hintergrund zu dem Ganzen ist es ja so, wenn man Verluste generiert durch Kapitaleinkünfte, also in dem Fall Kapitalverluste, dann sind die nur verrechenbar und ausgleichbar mit entsprechenden Einkünften bei derselben Bank durch denselben Steuerpflichtigen. Das heißt also, wenn es der Fall ist, dass Sie bei einer Bank was haben, wo halt ein Verlust entstanden ist, bei einer anderen Bank eine Anlage haben, die Gewinne generiert hat, dann können Sie die in Ihrer Steuererklärung nicht gegeneinander verrechnen, sondern nur an der Bank sozusagen die Verrechnung passieren. Wenn man jetzt möchte, dass da also entsprechende Verluste, die bei einer Bank entstehen, bei einer anderen Bank angerechnet bzw. genutzt werden können, dann muss man diese sozusagen übertragen. Und das muss man bis zum 15. des jeweiligen Jahres, also 15. Dezember des jeweiligen Jahres beantragt haben. Na, dann bekommt man eine entsprechende Bescheinigung, dann werden die Verluste sozusagen übertragen an die andere Bank. Mit der Folge, dass bei der Bank, wo die Verluste entstanden sind, die dann weg sind, die hat man da weg übertragen.
und kann sie dort dann nicht in späteren Jahren nutzen. Ne? Vorteil ist, wie gesagt, man hat sie dann bei der anderen Bank, wo Gewinne entstanden sind und dort eine entsprechende Verrechnung möglich ist. Es ist also ein Weg, das Ganze zu optimieren und zeitnah, insbesondere wenn man sagt, also wer weiß, was in der Zukunft mit Gewinnen so ist und aus dem Kapitalvermögen, da entsprechend schon diese Verluste nutzbar zu machen. Und das nächste, in dem Falle geht es auch um Verluste. Nämlich hier, was passiert eigentlich, wenn ich Kapitalforderungen habe und die fallen aus? Also ich kriege da nichts mehr wieder, die sind wertlos. Das können jetzt Darlehen sein, das können Kapitalanlagen sein, das können auch Unternehmensanteile sein, die ich da habe. Und da ist es so, dass seit dem 01.01.2020 Verluste, die durch solche Ausfall von Kapitalanlagen kommen, verrechnen kann mit positiven Einkünften, allerdings gedeckelt auf 20.000 Euro pro Jahr. Das heißt also, wenn ich größere Verluste habe, dann werden die halt sozusagen fortgeschrieben und können dann in den jeweiligen Folgejahren verwendet werden. Das Ganze ist geregelt in einem BMF-Schreiben. Wenn ich Gesellschafterforderungen habe, also ein Anteilseigner einer Gesellschaft, hat da entsprechend ein Darlehen oder eine Forderung gegenüber der Gesellschaft gegeben und diese wird sozusagen wertlos oder ist nicht mehr einbringlich, dann kann hieraus ein nachträgliche Anschaffungskosten auf die Anteile der Gesellschaft gegeben sein, nämlich dann, wenn bei der Darlehenshingabe bereits oder beim Stehenlassen des Darlehens, also wenn man es über die Laufzeit hinaus verlängert hat, wenn das sozusagen in dem gesellschaftlichen Interesse passiert ist, das zu geben, also ein normaler Kreditgeber hätte es vielleicht nicht mehr gemacht, dann kann das also hier beim Ausfall zu nachträglichen Anschaffungs- und Herstellung, Anschaffungskosten für die Beteiligung führen. Gut, ich habe gesehen, da war eine Frage gekommen. Wollen wir die ganz kurz hier aufgreifen? Hui. Also hat jemand eine Frage gestellt, inwieweit auch Kosten, die als Anschaffungskosten zu qualifizieren wären, da genutzt werden könnten bei der energetischen Sanierung oder wenn man entsprechende Förderung durch die KfW erhalten hat. Ich gebe zu, das kann ich so aus dem Stegreif gar nicht beantworten. Das ist auch eine etwas komplexe Frage, die in mehrere Richtungen geht. Da würde ich Sie bitten, mich vielleicht im Nachgang dann einfach dazu nochmal zu kontaktieren, dann können wir das nochmal beantworten. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter. Und zwar auch hier Ausblick, was ist geplant laut Koalitionsvereinbarung der neuen Regierung. Ich glaube, hier ist so ein bisschen Klientelpolitik der FDP, die sich da durchdrückt. Und zwar soll der Sparerfreibetrag ab dem 01.01.2023 von den aktuell 801 Euro beziehungsweise 1.602 Euro bei Zusammenveranlagung auf dann 1.000 Euro beziehungsweise 2.000 Euro bei Zusammenveranlagung erhöht werden. Also haben wir ungefähr eine 20% Steigerung der steuerfrei möglichen Kapitaleinkünfte. Ja, im aktuell tiefen Zinsniveau ist das wahrscheinlich nicht unbedingt immer gleich einschlägig. Aber immerhin, da wird auch mal ein bisschen Gutes getan. Gut, das wären auch die Hinweise zu den Kapitalanlegern gewesen. Jetzt würden wir uns dem größeren Feld der Hinweise für Arbeitgeber und Arbeitnehmer widmen und steigen hier ein mit Fragen zum aktuellen und immer noch aktuellen Thema Corona. Da ist es ja so, das ist ja hinlänglich bekannt, der Corona-Bonus genannte Möglichkeit, dass der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern in Ansehen der Belastung, die diese Corona-Krise für alle mit sich bringt, zusätzlich, und das ist ganz wichtig, zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn eine Prämie gewähren kann, die im Barlohn oder Sachlohn bestehen kann.
Zusätzlich, ganz wichtig, heißt natürlich, dass nicht anrechenbar oder anstelle von Weihnachtsgeld oder sonstigen Bonis sein kann, die sowieso gezahlt worden wären. Ja, es muss also wirklich on top kommen. Es kann Bar- oder Sachlohn sein, also man kann auch Sachprämien gewähren. Und es gibt da den Höchstbetrag von 1.500 Euro maximal pro Person, die man da gewähren kann. Wichtig, man kann diese in mehreren Tranchen gewähren, heißt also, und Unternehmen bereits einen Corona-Prämie oder Corona-Bonus gezahlt haben, aber den Betrag noch nicht ausgeschöpft haben, dann kann man durchaus auch an weiteren zahlen, wie gesagt, maximal 1.500 Euro. Hier ist es so, dass die Frist nochmal verlängert wurde, schon jetzt zum zweiten Mal oder drittes Mal sogar, dass also jetzt noch Zahlungen bis zum 31.03.2022 unter diese Regelung fallen und dann im Sinne von § 3 Nummer 11a steuerfrei und damit auch sozialversicherungsfrei möglich sind. Also falls Sie das in Ihrem Unternehmen noch nicht ausgereizt haben, besteht hier also durchaus noch eine gewisse Zeit die Möglichkeit. Eine zweite Steuerfreiheit, die im Zusammenhang mit Corona ist, ist ein Zuschuss des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld. So im Unternehmen Kurzarbeitergeld gewährt wird, wissen Sie ja, gibt es einen bestimmten Höchstbetrag, den man da als Kurzarbeitergeld zahlt und dann entsprechend auch von der Agentur für Arbeit zurückerstattet bekommt. Und wenn der Arbeitgeber aber sagt, ich zahle da mehr, ne, weil das ist normalerweise ja nur 60%, dann ist dieses Mehr, was man zahlt, an sich steuerpflichtiger Lohn gewesen. Aktuell, wie gesagt, bis 80% des üblichen Nettolohnes gilt die Aufstockung dann aber nach § 3 Nummer 28a als steuerfrei, muss also dementsprechend nicht versteuert werden, ist aber Progressionseinkommen und dann im Rahmen der Einkommensteuererklärung entsprechend durch den Mitarbeiter anzurechnen bei der Festsetzung des Steuersatzes. Entsprechende Aufzeichnungen sind zum Lohnkonto zu nehmen und die Steuerfreiheit ist begrenzt bis erstmal Ende diesen Jahres. Es bleibt abzuwarten, abhängig, sagen wir mal, wie sich Corona entwickelt, könnte es natürlich sein, dass da auch noch eine Verlängerung kommt. So, auch zum Thema Corona sind einige Fragen, die wir hier haben. Also der Erwerb von Schutzmasken und Antigen-Selbsttests, wenn man das also für den Eigenbedarf erwirbt, mal als normaler Bürger, dann gilt das als Kosten der privaten Lebensführung, führt also entsprechend nicht zu einer steuerlichen Berücksichtigung. Macht man entsprechende Anschaffungen ausschließlich im Hinblick auf die Tätigkeit, also ne, wenn man den auf dem Weg zur Arbeit trägt, im Büro trägt und vom Arbeitgeber nicht gestellt bekommt, dann könnte man diese als Werbungskosten geltend machen, wenn der Arbeitgeber Ausrüstung stellt oder auch ne, das Testen im Betrieb ermöglicht, dann ist das kein Arbeitslohn, sondern überwiegend eigenbetriebliches Interesse. Das kann also nicht zu Arbeitslohn führen, ist dementsprechend auch nicht steuerpflichtig. Und hier bei den Tests sind also nicht nur die Schnelltests gemeint, sondern durchaus auch die PCR-Tests. Oder auch der nachträgliche oder der Erstattung von Kosten, wenn der Mitarbeiter sich da also entsprechende Tests nicht beim Arbeitgeber direkt durchführt, sondern halt extern durchführen lässt und entsprechende Kosten dann erstattet bekommt. Auch das ist steuerfrei, weil im eigenbetrieblichen Interesse. Der Arbeitgeber kann alle Kosten, die mit sowas zusammenhängen, als Betriebsausgaben abziehen. Auch wenn die Masken sozusagen für die Abgabe an die Arbeitnehmer vorgesehen sind, ist das also Betriebsausgabenabzug. Gut. Nächster Punkt. Immer noch Corona. Der ein oder andere mag es schon nicht mehr hören können, aber nichtsdestotrotz. Ein paar Themen haben wir jetzt hier dennoch. Und zwar, ich glaube, du bist eins gesprungen. Können wir noch mal eins zurück? Fehlt eine Folie, glaube ich. Genau. Nämlich das Thema Homeoffice. Da ist es so, wenn wir das Homeoffice jetzt mal aus Sicht des Arbeitgebers kurz betrachten, ne, also Mitarbeiter ist im Homeoffice, was kann jetzt der Arbeitgeber tun? Also in dem Moment, wo der Arbeitgeber dem Mitarbeiter die
IT-Ausstattung, ne, Laptop, Bildschirm etc. zur Verfügung stellt, die aber Eigentum der Firma verbleibt. Das wird also nur zur Nutzung überlassen. Dann ist das nach § 3 Nummer 45 Einkommensteuergesetz steuerfrei, weil das betriebliche Arbeitsmittel sind, die dann halt im häuslichen Umfeld zwar genutzt werden, aber für die Arbeit und danach, ja, wenn Homeoffice vorbei ist, auch wieder zurück gebracht werden. Also das steuerfrei. Anders ist es, wenn solche Ausstattung übereignet wird, heißt also der Mitarbeiter darf sie dann behalten, es wird sein Eigentum, da gibt es die Möglichkeit, einen entsprechenden Vorteil mit 25% pauschal zu versteuern, § 40 Absatz 2 Nummer 5 ESTG und diese pauschale Besteuerung führt gleichzeitig zu einer SV-Freiheit. Wichtig hier, das Ganze gilt natürlich nur, wenn es wieder zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn passiert, also ne, da keine Kürzung des Gehaltes oder Umwandlung des Gehaltes entsprechend möglich, sondern nur on top. Dann gibt es die Pauschalierung für die Übereignung. So. Zuschüsse zu Telekommunikationskosten, Internetkosten, da gilt vom Prinzip nichts Besonderes, da gilt die alte Regelung. Heißt also, wenn Sie einen Einzelnachweis haben, dann kann man steuerfreien Auslagenersatz leisten in der Höhe, wie wirklich dienstliche Nutzung, dienstliche Telefonkosten nachgewiesen werden. Per Einzelnachweis ist in Zeiten von Flatrates relativ schwierig. Das heißt, meistens landet man bei einem pauschalen Ansatz, nämlich 20% des Rechnungsbetrages, maximal 20 Euro im Monat. Und der Rechnungsbetrag kann dann über einen dreimonatig repräsentativen Zeitraum nachgewiesen werden. Danach kann man also diesen dort ermittelten Wert pauschal zahlen, ohne dass man jetzt jeden Monat entsprechende Rechnungen zum Lohnkonto nehmen muss. Sollte man mehr erstatten, dann wäre also eine Pauschalierung mit 25% möglich, auch da nur, wenn es zusätzlich zum geschuldeten Lohn passiert. Sollten Sie Ihren Mitarbeitern Gutes tun wollen und einen pauschalen Zuschlag zahlen, also einen bestimmten festen Betrag, dann ist der vollumfänglich steuerpflichtiger und beitragspflichtiger Arbeitslohn. Alles, was ich vorher gesagt habe, gilt halt nur für wirkliche Sachleistungen oder halt nachgewiesene Zuschüsse. Wenn Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt werden, also nicht nur IT-Ausstattung, wie wir es in Punkt 1 haben, sondern jetzt hier Bürostuhl, Schreibtisch, vielleicht ein Drucker, Papier wird nach Hause genommen für Ausdruck oder ähnliches, dann gilt da also dem Grundsatz dasselbe, ne? Soweit es sich um betriebliche Arbeitsmittel handelt, die halt sozusagen für die betriebliche Nutzung sind und nicht in das Eigentum des Mitarbeiters übergehen, ist das steuer- und sozialversicherungsfrei. Geht es in Eigentum über, ist es erstmal als solches steuerpflichtiger Arbeitslohn. Andersrum sind aber auch Arbeitsmittel, die der Arbeitnehmer ja für seine Erwerbstätigkeit dann angeschafft, / steuerlich behandelt hat und stellen dann im gleichen Zug Werbungskosten dar. Das heißt, in dem Fall ist so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche. Sie als Arbeitgeber müssen es versteuern. Der Mitarbeiter kann es dann aber in gleicher Höhe als Werbungskosten in seiner persönlichen Steuererklärung ansetzen und so er den Grundfreibetrag übersteigt, wirkt es sich bei ihm dann entsprechend aus. Gut. Jetzt haben wir die zweite Seite. Wenn wir das Ganze jetzt mal aus Sicht des Arbeitnehmers betrachten, da ist es so, haben Sie auch schon alle gehört, es gibt ja jetzt neu die Homeoffice-Pauschale, das heißt also ein pauschaler Betrag von 5 Euro pro Tag, allerdings gedeckelt auf maximal 120 Arbeitstage, sprich also 600 Euro, ist möglich als Werbungskosten ohne weitere Nachweise der tatsächlichen Kosten entsprechend in seiner Steuererklärung als Werbungskosten anzusetzen. Das gilt auch, wenn es keine schriftliche Anweisung des Arbeitgebers zum Homeoffice gibt. Also auch in Fällen, wo man also die Möglichkeit hatte, von zu Hause zu arbeiten, kann der Arbeitnehmer sich diese Pauschale in seiner Steuererklärung ansetzen.
losgelöst davon, also auch nicht zu verwechseln, damit sind natürlich Kosten eines tatsächlichen Homeoffice, was da Voraussetzungen hat, die da für einen richtigen Homeoffice-Abzug erforderlich sind. Das gilt bei der Homeoffice-Pauschale nicht. Das heißt also auch der, der am Küchentisch saß, das nun mal kein direktes häusliches Arbeitszimmer ist, der kann aber trotzdem die Pauschale hier entsprechend geltend machen. Das Gleiche, was wir vorhin aus Sicht des Arbeitgebers gesagt haben, haben wir schon mal angesprochen. Also wenn hier der Arbeitnehmer Kosten für Telefon, Internet oder Arbeitsmittel selber trägt, dann sind das Werbungskosten, die er dann entsprechend abziehen kann. Sollte ein Monatsticket, Jahresticket, also Kosten des öffentlichen Nahverkehrs, einfach aufgrund der Tatsache, dass man halt nicht zur Arbeit gefahren ist, sondern Homeoffice gemacht hat, pandemiebedingt, eben entsprechend nicht genutzt werden, dann kann man die Kosten aber trotzdem als Werbungskosten ansetzen. Das ist also eine Sonderregelung, die da greift. Das heißt also auch ein Jahresticket, was dann sozusagen zur Hälfte verfallen ist, wenn man es einfach nicht genutzt hat oder für die Fahrtenwohnung erst den Tisch nutzen konnte, kann trotzdem entsprechend als Werbungskosten angesetzt werden. Gleich so bleibt ein Jobticket, was der Arbeitgeber überlassen hat, an die Arbeitnehmer steuerfrei, selbst wenn es dann in der Corona-Zeit nicht für die Fahrtenwohnung, erste Tätigkeitsstätte verwendet werden konnte. Wichtig, all die Regelungen, die ich gerade dargestellt habe, gelten erstmal bis Ende diesen Jahres. Wie gesagt, es bleibt abzuwarten, inwieweit sie aufgrund der Corona-Lage verlängert werden. Jetzt mal nicht Corona, endlich mal was Erfreuliches, und zwar die Entfernungspauschale. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Da gibt es entsprechend eine Erhöhung. Sie wissen das alle, bisher gab es 30 Cent pro Kilometer, Entfernungskilometer, und damit waren alle Kosten abgedeckt. Seit diesem Jahr gibt es ab dem 21. Kilometer 35 Cent und ab dem Jahr 2024 wird es ab dem 21. Kilometer sogar 38 Cent bekommen. Die geltenden Höchstbeträge sind natürlich weiterhin Einschläge, gelten aber wie bekannt auch nicht für die Nutzung des PKWs oder für höher nachgewiesene Kosten der öffentlichen Verkehrsmittel. Also hat sich nichts geändert. Geändert hat sich halt nur der Satz, der, wie gesagt, die ersten 20 gleich geblieben ist, danach eine Erhöhung. Auch nicht verändert ist die Sache, was ist die maßgebende Entfernung für diese Entfernungspauschalen? Ja, grundsätzlich ist das die kürzeste Straßenverbindung, die üblicherweise nutzbar ist, oder eine längere Verbindung, wenn sie verkehrsgünstiger ist und dementsprechend regelmäßig genutzt wird. Das ist nichts Neues, das kennen wir schon. Und sollten die Hin- und die Rückfahrt zur ersten Tätigkeitsstätte an unterschiedlichen Arbeitstagen sein, also sei es, was man Nachtschicht hat oder hier im Urteilsfall war hier wahrscheinlich der Pilotenfall, wo jemand halt zum Flughafen gefahren ist und drei Tage später wiedergekommen ist, hier nach Hause gefahren ist und wollte dann zweimal die Fahrtkosten Entfernungspauschale geltend machen. Da sagt der BFH, das ist nicht möglich, und das greift die Finanzverwaltung entsprechend auf und sagt also, hier ist dann sozusagen für jeden Fahrtag, wenn man halt nur die halbe Strecke fährt, auch nur der halbe Satz sozusagen anzuwenden. Wenn man also nur eine Hinfahrt oder nur eine Rückfahrt hat, dann gibt es halt nur den halben Satz. In Summe also vom Prinzip für einmal hin und einmal zurück den vollen am Ende. Gut, Benutzung verschiedener Verkehrsmittel, also da ist es so, dass man hier entsprechend sozusagen das Günstigste für sich nutzen kann, und entsprechend auch, wenn man erst mit dem Auto fährt und dann mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln, kann man trotzdem die Wegstrecke über 21 Kilometer sozusagen als mit dem Auto gefahren annehmen und dementsprechend die Höchstbeträge auch überschreiten. Ganz wichtig, ich sagte gerade, die Regelung gilt seit 2021, wurde aber mehr oder minder so halb rückwirkend eingeführt. Die ist natürlich auch für das laufende Lohnverfahren durchaus noch einschlägig, wenn es um die pauschalierte Besteuerung von Arbeitgeberleistungen für Fahrtenwohnung, erste Tätigkeitsstätte geht. Das mag bei Zuschüssen sein, das mag die Behandlung der Fahrtkosten des Firmenwagens, 0,03% sein. Also in dem Falle wirkt es auch noch rückwirkend auf die aktuelle Lohn- und Gehaltsabrechnung dieses Jahres nach und kann entsprechend umgesetzt werden. Gut. Nächstes. Wechsel der Besteuerungsmethode.
Das zielt auch in Richtung Firmenwagen ab. Da wissen Sie ja, es gibt vom Prinzip verschiedene Möglichkeiten, den geldwerten Vorteil eines Firmenwagens zu ermitteln. Da haben wir die Fahrtenbuchmethode und dann haben wir halt eine pauschale Wertermittlung, wo die Fahrtenwohnung erste Tätigkeitsstätte ja immer mit 0,03% des Bruttolistenpreises mal Entfernungskilometern pro Monat zugrunde gelegt werden. Alternativ dazu gibt es ja die Einzelfahrtbewertung mit 0,002% des Bruttolistenpreises pro Entfernungskilometer. Die gedeckelt ist auf 180 Tage. Rein mathematisch endet man damit nämlich wieder bei 0,03. Da ist es so, diese Methode kann nur einheitlich für das Fahrzeug und das Jahr angewendet werden. Also man kann unter dem Jahr nicht mal von da nach da wechseln, je nachdem, wie man in den Monaten gefahren ist. Es ist aber grundsätzlich möglich, auch rückwirkend im Jahr die Methodik für das ganze Jahr nochmal zu ändern. Das heißt also, wenn man jetzt mit 0,03% zum Beispiel angefangen hat, dann hat man gemerkt, gerade in Corona-Zeiten ist es ja durchaus gewesen, dass man dann doch weniger häufig ins Büro gefahren ist oder zur Arbeitsstätte, dann könnte man auch noch rückwirkend für das ganze Jahr auf die 0,002% Methodik wechseln. Entsprechendes geregelt in einer Kurzinformation des Finanzministeriums Schleswig-Holstein. Auch im Zuge von Corona immer wieder gefragt, kann ich denn die Fahrtenwohnung erste Tätigkeitsstätte auch gar nicht versteuern, wenn sie nicht stattgefunden haben? Da ist es so, und das ist auch eine bekannte Regelung eigentlich, auch jetzt nicht für Corona erweitert wurde, wenn ich das Fahrzeug für einen kompletten Monat nicht nutzen kann, für Fahrtenwohnung erste Tätigkeitsstätte, dann brauche ich auch die 0,03% nicht versteuern für diesen Monat. Wenn aber die Möglichkeit besteht und wenn der Mitarbeiter nur einen Tag ins Büro gefahren ist, dann wäre also entsprechend das trotzdem zu besteuern. Und sollten Sie davon dieser Möglichkeit Gebrauch machen, weil Sie Ihre Mitarbeiter wirklich lange nicht im Büro hatten, dann ist da natürlich gute Dokumentation angebracht, weil das natürlich Fälle sind, die auch in Lohnsteuerprüfungen sicherlich aufgegriffen werden. Ganz wichtig, und auch das ist nicht neu, in der Einkommensteuerveranlagung ist der Mitarbeiter frei, eine andere Bewertungsmethodik zu wählen. Das heißt also, selbst wenn man im Rahmen von Lohn- und Gehaltsabrechnung 0,03% angewendet hat, könnte der Mitarbeiter in seiner Steuererklärung auf die 0,002 Einzelfahrtmethode oder auf die Fahrtenbuchmethode umsteigen. Das ist ihm also unbenommen, unabhängig davon, was der Arbeitgeber in der Lohnabrechnung gemacht hat. Die Tabelle erspare ich Ihnen jetzt mal, zumindest was das Vorlesen angeht. Da haben wir nochmal für Sie aufgeführt die verschiedensten Arten der Förderung der Elektromobilität in Abhängigkeit, ob es ein reines Elektrofahrzeug oder ein Elektrohybridfahrzeug ist. Da wissen Sie ja wahrscheinlich auch, dass da eine Förderung insoweit passiert, dass bei Elektroautos nur 0,25% sozusagen des Bruttolistenpreises in die Versteuerung gehen. Da gibt es in Abhängigkeit von der Erstzulassung und den Kosten Grenzen. Und bei den Elektrohybridfahrzeugen gibt es eine Staffelung, abhängig von der Anschaffung und Erstzulassung hinsichtlich der elektrischen Reichweite gibt es dann halt, verschärfen sich da jetzt auch mit Beginn von 2022 die Regeln. Da muss also das Hybridfahrzeug mehr elektrische Leistung bieten und Fahrleistung bieten, damit es weiterhin in die Bevorzugung, also den geringeren Versteuerung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen fällt. Details möchte ich Ihnen aber aus Zeitgründen hier ersparen. Ja, da gibt es auch keine massiven Neuerungen. Gut. Dann haben wir noch ein Lieblingsthema, was im Moment auch durchaus zu vielen Fragen führt. Da ist ja eine gesetzliche Neuregelung bereits seit letztem Jahr im Einkommensteuergesetz verankert zur jetzt erstmaligen Legaldefinition, was Sachbezüge sind, beziehungsweise eben auch zu Einnahmen in Geld führen. Ja, und das ist so, dass alles, was sozusagen auf einen Geldbetrag lautet, im Grunde nach auch als Geld betrachtet wird, genauso wie nachträgliche Kostenerstattung und Geldsurrogate oder auch zweckgebundene Geldleistungen. All das, was in der Vergangenheit durch BFH-Rechtsprechung immer gern gesagt wurde, naja, wenn der Mitarbeiter am Ende des Tages eine Sache in der Hand hält, dann soll Sachlohn sein. Da hat der Gesetzgeber jetzt einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, da kommt man schon sehr auf die Details an. Ja, und bei Gutscheinen und Geldkarten, wie sollen nur noch als
Sachbezug gelten, wenn sie natürlich nur den Bezug von Waren und Dienstleistungen zulassen und zusätzlich die Kriterien des § 2 Absatz 1 Nummer 10 Zahlungsdienste Aufsichtsgesetz beinhalten. So. Jetzt wird jeder sagen, was ist das überhaupt für ein Gesetz? Naja, das ist sehr stark verankert im Bankenwesen. Da wird nämlich geregelt, wann was als Geld gilt und wann etwas als entsprechende Banktätigkeit gilt. Das hat eigentlich mit dem, ich sag mal, Gegenstand des Ganzen hier nichts zu tun, wurde aber von Seiten des Gesetzgebers als gutes Abgrenzungsmerkmal gesehen. Ließ sich jetzt nicht sehr eingängig, muss ich sagen, das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz. Also insoweit sind wir eigentlich relativ froh, dass zwischenzeitlich ein BMF-Schreiben ergangen ist, was diese Frage regelt, wann ein Gutschein, eine Geldkarte halt als Sachbezug gilt und wann sie eben als Barlohn gilt. Warum ist das Ganze wichtig? Naja, verschiedenste steuerliche Begünstigungsmöglichkeiten, na, wie eine pauschalierte Besteuerung nach 37b zum Beispiel, ist nur für Sachbezüge möglich. Na, das heißt, wenn ich dann also etwas habe, was als Geld gilt, dann ist diese Möglichkeit der Besteuerung ausgeschlossen, weil sie nur für Sachbezüge möglich ist. Und auch die Sachbezugsfreigrenze, na, die berühmt-berüchtigten 44 Euro, ganz wichtig, ab nächsten Jahr sind das 50 Euro. Ich bin mal gespannt, wie oft ich mich da versprechen werde, weil die 44 immer so schön eingängig waren. Also hier eine leichte Erhöhung dieser Sachbezugsfreigrenze, aber die ist natürlich nur anwendbar für Sachbezüge. Deswegen ist halt kriegsentscheidend hier, habe ich einen Sachbezug oder habe ich halt im Zweifel Barlohn. So. Auf der nächsten Seite haben wir Ihnen mal zusammengestellt, was laut Lesart dieses BMF-Schreibens als Barlohn gewertet werden muss. Grundsätzlich sind das Gutscheine und Geldkarten, die eine Vielzahl von Akzeptanzstellen haben, die nicht miteinander verbunden sind, also sogenannte Open-Loop-Karten. Ja, anders würde es sein, wenn Sie jetzt, sagen wir, von irgendeiner Tankmarke, um mal jetzt irgendeinen zu nennen, so eine Aral-Karte haben, die ist natürlich an jeder Aral-Tankstelle einsetzbar. Das heißt, Sie haben zwar eine Vielzahl von Akzeptanzstellen, es ist aber ein in sich geschlossener Empfängerkreis. Das heißt also, so ein Gutschein in so einem Verbund würde also entsprechend Barlohn sein, wenn dieser Verbund aber offen ist, also nicht unter einer Firma oder einem Marktauftritt ist, dann soll das entsprechend Barlohn sein. Ja, zweckgebundene Geldleistung, nachträgliche Kostenerstattungen. Ja, also wenn Sie sagen, hier Mitarbeiter, geh mal schick essen und gib mir hinterher die Rechnung, dann ist das durchaus fraglich, ob das noch ein Sachbezug ist oder ob das jetzt, weil Sie ja eben hinterher das Geld geben, schon eine entsprechend nachträgliche Kostenerstattung ist und damit Barlohn wäre, also keine 44 Euro Sachbezugsfreigrenze, kein 37b pauschale Besteuerung. Ja, also hier an dem Punkt gerade die nachträglichen Kostenerstattungen sind sehr stark und da muss man sicherlich im Detail auch schauen, dass in der Abgrenzung zum Auslagenersatz, das heißt, also, habe ich eine nachträgliche Kostenerstattung, weil ein Mitarbeiter sie gekauft hat und ich habe ihm hinterher das Geld gegeben, oder habe ich Auslagenersatz, das heißt, er ist losgegangen, hat das für mich als Unternehmen gekauft und dann habe ich es ihm eine logische Sekunde später zugewendet. Also da wird sicherlich noch einiges in der Prüfungspraxis interessant werden. Ganz wichtig auch, Gutscheine, die für reine Online-Shops, Online-Plattformen und Marketplaces ausgegeben werden, gelten auch als Barlohn. Also, typischste Vertreter eines Marketplace dürfte wahrscheinlich der berühmt-berüchtigte Einzelhändler Amazon sein, weil der hat ja nicht nur eigene Produkte, die dann einen Namen vertreibt, sondern muss man immer genau schauen, ne? Da steht ja auch immer dann so rechts daneben, ne? Verkauft und vertrieben und verschickt durch. Das kann also durchaus auch jemand anders sein, der nur auf der Plattform Amazon, jetzt immer nur eine zu nennen, verkauft. Und ein Gutschein für eine solche Plattform würde also zukünftig als Barlohn gewertet werden, eben nicht mehr in Sachlohn sein und damit eben nicht in die Begünstigung fallen. So, jetzt habe ich ganz viel gesagt, was ist Barlohn. Jetzt kommen wir zu dem, was ist Sachlohn. Also grundsätzlich Gutscheine und Geschenkkarten, die nur Waren und Dienstleistungen des Emittenten ermöglichen zu erwerben, gelten als Sachlohn. Also ne, die Buchhandlung um die Ecke, wo man
einen Gutschein kauft und dann den Mitarbeiter losschickt mit dem Gutschein, dann kann er sich dort ein Buch aussuchen, ne, und auch nur dort. Das ist also ein klassischer, ich sag mal, Gutschein im engen Sinne, und der ist weiterhin als Sachlohn zu behandeln. Das gleiche wäre, wenn es also Gutscheine gibt, die von einer begrenzten Zahl von Akzeptanzstellen im Inland akzeptiert werden. Ne? Also wenn man so eine Citycard hat oder so ein Shoppingcenter, wo alle Läden in so einem Shoppingcenter die so eine Gutscheinkarte akzeptieren. Das wären also alles Bereiche, wo so eine Karte als Sachlohn gelten würde. Auch Sachlohn soll sein, wenn ein entsprechender Gutschein oder Karten nur zum Ermöglichen einem begrenzten Warenspektrum zu kaufen. Also ich sag mal, alles, was das Auto bewegt, ist also immer so ein schönes Schlagwort, ne? Oder so eine Beauty-Card oder auch eine Kino-Card, die halt an verschiedenen Kinos einlösbar ist. Das wären also alles Sachen, die immer noch als Sachlohn gelten würden. Ja, was immer sozusagen schädlich ist für die Frage Sachlohn, ist natürlich, wenn so ein Gutschein oder so eine Geldkarte eine Auszahlungsfunktion hat oder eine Zahlungsfunktion über PayPal oder eine Überweisungsfunktion oder gegen Devisen getauscht werden kann. Also alles das, wenn ich sozusagen am Ende des Tages Geld rausbekomme, das wäre was, wann es immer schädlich und dementsprechend grundsätzlich als Barlohn angesehen wird. Gut, so viel zu dem Thema Gutscheingeldkarten. Ich bin mir bewusst, das ist ein neues Thema, und ich bin mir auch bewusst, dass die Beschreibung, wie ich es ja auch gerade gemacht habe, noch sicherlich sehr viel Lücken hat. Das liegt aber daran, auch die Finanzverwaltung sich da, ne, nicht bis zur letzten, zum letzten I-Punkt positioniert hat. Das aufgeführte BMF-Schreiben hat aber schon relativ weitreichende Hinweise und kann da sicherlich herangezogen werden. Da mag es jetzt ganz viele Fragen geben, also da möchte ich auch so ein bisschen verweisen auf eine Veranstaltung, die Frau Leitner wird da gleich nochmal drauf hinweisen, wo wir uns nur mit Lohnsteuerthemen beschäftigen und da sicherlich dann auch mehr Zeit haben, das Thema noch mit größerer Ausführlichkeit zu behandeln. Gut, letzter Punkt meinerseits, No-Show-Kosten bei Betriebsveranstaltungen. Das ist also Sachverhalt, ganz einfach, ne? Man plant eine Betriebsveranstaltung, da will ich jetzt nicht reingehen, was Betriebsveranstaltungen so alles sind, das kennen Sie sicherlich, ne? Aber man plant die, ich sag mal, für 100 Leute, die sich ja angemeldet haben, am Ende kommen aber nur 80. Man hat aber ja natürlich, ne, das Catering für 100 bestellt, der Saal ist für 100 organisiert, man hat vielleicht sogar Transport organisiert für 100 Mann. Da sind also vom Prinzip Kosten jetzt entstanden, die am Ende sozusagen nicht weiter genutzt werden können, aber entstehen. Und dann ist die Frage für die Berechnung des Freibetrages, ne, 110 Euro pro Teilnehmer, muss ich da auf die tatsächlichen Teilnehmer abstellen? Also die dann da waren, also in meinem Beispiel die 80, oder auf die geplanten. Es kann ja durchaus, gerade wenn ich eine hohe No-Show-Quote habe, durchaus einen Unterschied machen, ob ich über oder unter die Grenze komme und damit halt etwas versteuern muss oder im Zweifel nicht versteuern muss. Und da gab es entsprechend auch einen Rechtsstreit, der sich bis zum BFH hoch gearbeitet hat. Und der BFH hat entschieden, dass also nach der aktuellen Rechtslage die Gesamtkosten der Veranstaltung, ja, also alles, was es gekostet hat, auf die tatsächlich anwesenden Teilnehmer zu verteilen sind. Das heißt, No-Show-Kosten gelten weiter im Topf der Kosten. Die nicht erschienenen Köpfe zählen aber nicht in den Quotienten rein, sodass also entsprechend ein höherer Pro-Kopf-Betrag dann übrig bleibt, weil ich halt weniger Leute teilnehmen habe. Hintergrund zu dem Ganzen ist, dass im Rahmen von Betriebsveranstaltungen sozusagen nicht mehr eine tatsächliche oder irgendwie geartete Bereicherung des jeweils einzelnen Arbeitnehmers sozusagen die Basis für eine Besteuerung sein soll, ne, wo man sagt, naja, der hat ja nicht mehr davon, dass jetzt, ne, der Saal größer ist, oder er hätte auch nicht mehr, dass der Platz im Bus neben ihm frei ist oder dass er noch mehr essen kann. Ne? Also da hat der einzelne Teilnehmer nicht mehr, dass für mehr geplant war, die dann nicht da sind üblicherweise. Aber das ist nicht das Kriterium, was hier entscheidet, sondern wie gesagt, die Rechtslage, Gesetzesregelung entsprechend im Paragraphen 8
sagt halt entsprechend, dass die Korrektur Paragraph 19, komme ich auf 8. Paragraph 19 sagt da entsprechend, ne, ich habe die Gesamtkosten und ich habe durch die anwesenden Teilnehmer zu dividieren und dann ist das entsprechend die Berücksichtigungsbetrag für die Versteuerung. Vielleicht kleiner Hinweis in Zeiten Corona bei Veranstaltungen, die eventuell so ein bisschen gemischt ablaufen. Das heißt also, man hat ein paar Teilnehmer vor Ort, man hat aber auch zugeschaltete Teilnehmer, die dann also auch das Rahmenprogramm per Videokonferenz konsumieren können, die auch, ich sag mal, vielleicht in Gesprächschats dabei sind und ähnlichem. Da ist durchaus die Argumentation möglich zu sagen, die nehmen ja teil. Zwar nicht physisch, im Sinne, dass sie im selben Raum sind, sie sind aber Teilnehmer der Veranstaltung, auch wenn sie sozusagen digital nur teilnehmen. Und dann wären also diese Personen durchaus mit in den Quotienten mit einzurechnen. Gut, das wären die Bereiche von meiner Seite. Ich weiß nicht, Michaela, wollen wir kurz die Fragen machen oder machen wir die vielleicht ganz zum Schluss? Ach, wir können gerade jetzt, weil die ja zu deinem Teil gekommen sind, vielleicht gerade kurz schnell, wenn du guckst. Ich gucke gerade, gut. Also die eine Frage hat sich eh schon verzögert, da heißt, da kommt man später drauf zurück. Aber was ganz interessant ist, vielleicht das Beispiel mit dem Rewe-Gutschein, den ich dann beim Rewe einen Amazon-Gutschein kaufen kann. Genau. Also die Frage ist durchaus gut. Ich war vor einiger Zeit auf der Lohnsteuerjahrestagung, wo also durchaus auch erlauchte Referenten da sind und da hat der Herr Niermann als Vertreter der Finanzverwaltung gesagt, naja, also die Finanzverwaltung würde das schon enger auslegen und wenn ich sozusagen einen Gutschein habe, der in seiner Umsetzung wieder zu einem sozusagen in Anführungsstrichen vergifteten Gutschein wie hier Amazon oder gar zu noch was führt, was wieder zu Barlohn führen könnte, dann müsste ich durch diese Kette durchschauen, wo ich persönlich aber sage, und das hat dann auch der anwesende BfH-Richter gleich eingeworfen, naja, das lässt sich ja überhaupt nicht mehr durchsetzen, zu sagen, man schaut, was man da jetzt so alles kriegen könnte und man würde sozusagen nur die erste Stufe betrachten müssen. Also ich muss hier die endgültige Antwort offen lassen. Ich glaube ganz persönlich, da können Sie mich aber leider nicht für verklagen, sage ich jetzt mal, würde schon sagen, dass es einfach administrativ gar nicht anders umsetzbar ist, als die erste Stufe zu gehen. Und wenn ich nun mal gegen diesen Rewe-Gutschein kein Geld kriege, sondern nur Sachen und im Zweifel diese Sache ein weiterer Gutschein sein kann, dann habe ich diesen Gutschein nur gegen eine Sache eingelöst und auch nur bei dem, der ihn ausgegeben hat, nämlich bei Rewe gegen seine Waren. Und in seine Ware ist in dem Falle auch dieser Gutschein der andere. Dann soll das aus meiner Sicht wahrscheinlich schon als Sachlohn möglich sein. Wie gesagt, das letzte Wort ist da aber nicht gesprochen. Also das bleibt spannend. Es bleibt auch spannend abzuwarten, was die Anbieter dieser, ich sag mal, Gutscheine, die sich durch ihren Marketplace vergiften, da ist ja Amazon nur ein Beispiel. Durch eine Kundenanfrage hatte ich auch gelernt, dass Zalando auch eine Marketplace hat. Ich meine, das ist manchmal auch schwer rauszukriegen, eigentlich wie die aufgestellt sind, die Plattformen, ne? Dass die unter Umständen jetzt, ne, das ist ja Geschäft für die auch, diese Gutscheine, dass die jetzt vielleicht zukünftig auch Gutscheine rausgeben, die halt nur als eigene Sortiment betreffen und dann qualifizieren sie sich ja dafür wieder. Also ich glaube, da bleibt es einfach abzuwarten, wie die Ausgeber der ganzen Sache durchaus darauf reagieren und wie sich da auch der Markt ein bisschen entwickeln wird. Vielleicht können wir da noch kurz ergänzen, es stand auch auf der Folie drauf, dass diese strengen Regeln dieses Zahlungsdienste-Aufsichtsgesetzes und dieser Qualifizierung dieser Akzeptanzstellen und sowas erst ab 01.01.2022 greifen. Also das heißt, da gibt es in dem BMF-Schreiben, das Ronny Sports angesprochen hat, eine Übergangsregelung, ja, dass jetzt im Jahr 2021 sozusagen sie letztlich auch mit dem Amazon-Gutschein noch safe wären, aber ab 01.01.2022 gelten dann definitiv diese strengen Kriterien. Genau, hatte ich vorhin unterschlagen, ne, dass wir da diese Übergangsfrist haben. Aber ab nächstem Jahr, also alles, was Sie jetzt anhaben, müssen Sie jetzt zu Weihnachten raushauen, will ich mal sagen. Ne? Ab nächstem Jahr, wenn Sie es im Januar übergeben, ist es dann entsprechend.
ich mittlerweile noch, ich sag mal, so ein bisschen gesetzte Meinung, dass auch eine virtuelle Veranstaltung eine Betriebsveranstaltung sein kann. Und dann ist es ja so, dass Geschenke bis zu einem Wert von 60 Euro in sozusagen die Betriebsveranstaltung einzurechnen sind. Das heißt also, es wäre durchaus möglich, dass Sie Ihren Mitarbeitern zur virtuellen Weihnachtsfeier ein Präsent nach Hause schicken und dann alle mit ihrem Fläschchen Getränk und dem weihnachtlichen Gebäck vor dem Monitor sitzen und dann an der virtuellen Weihnachtsfeier teilnehmen. Also das ist weiterhin zulässig. Gut, ich glaube, das waren dann die Fragen. Kommt nochmal die Frage zum Aral. Ja, Aral, ich sehe es gerade. Ja. Ich denke, das hattest du eigentlich beantwortet. Genau, also hier wäre es so, also ne, wenn das jetzt sozusagen ein von Aral ausgegebener Gutschein ist, der auch nur bei Aral eingelöst werden kann. Das sind zwar alles, ich sag mal, Pächter der Tankstellen, glaube ich, die arbeiten im Pachtsystem. Ne, das ist dann sozusagen ja nicht immer derselbe Rechtsträger, aber die treten am Markte unter einem Logo auf und damit gelten sie als eine begrenzte Anzahl von Akzeptanzstellen und dementsprechend würde sich also ein Gutschein dieser Kette, wie gesagt, kann man jede andere Kette auch nennen. Das wäre auch bei Douglas so, das wäre auch bei den Burgerbratern so. Dass, ne, also alle, die unter einem Marktauftritt, unter einem Logo am Markt agieren, gelten dann sozusagen als eine begrenzte Akzeptanzstelle und können dann also diese Filialketten-Gutscheine gelten weiterhin auch dann als Sachlohn. Gut, wie gesagt, ab nächstem Jahr könnte man sogar 50 Euro hochschrauben, da ist die Grenze ja jetzt gestiegen. Gut, ich glaube, dann haben wir alle Punkte. Wunderbar. Mit diesen Sätzen darf ich an die Kollegin zurückgeben. Ja, vielen Dank. Ich darf mit den nachfolgenden Themen weitermachen. Zunächst das Thema Mitarbeiterbeteiligungen. Hier ein Hinweis auf eine gesetzliche Neuregelung. Der Paragraph 3 Nummer 39, der einen steuerfreien Betrag enthält für den Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbilligten Überlassung von Vermögensbeteiligungen, der derzeit bei 360 Euro liegt, ist drastisch angehoben worden auf 1440 Euro pro Jahr. Und im Paragraph 19a ist geregelt, wie Vermögensbeteiligungen, die über diesen Freibetrag hinausgehen, zu versteuern sind. Und hier wurde jetzt eine Möglichkeit geschaffen, dass der geldwerte Vorteil aus so einer Übertragung nicht schon im Zeitpunkt der Übertragung steuert werden muss, sondern die Versteuerung verschoben werden kann, erst wenn der Mitarbeiter die erworbene Beteiligung dann tatsächlich veräußert oder den Arbeitgeber, von dem er sie bekommen hat, verlässt. Allerspätestens hat die Besteuerung 12 Jahre nach Übertragung zu erfolgen. Diese Möglichkeit kann insbesondere dann interessant sein, wenn ich zum Beispiel Anteile erwerbe, die ich unentgeltlich bekomme, vollkommen unentgeltlich bekommen habe. Ich müsste den Sachbezug versteuern, habe keine Liquidität, um die Steuer zu bezahlen, dann ist diese aufgeschobene Besteuerung durchaus sinnvoll, auch unter Umständen im Zusammenhang mit Stock Options. Wichtig ist, dass der Arbeitnehmer dem zustimmen muss, dass er es nicht sofort versteuert, sondern erst später. Bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils bleibt man aber im Zeitpunkt der Übertragung. Diese Möglichkeit der aufgeschobenen Besteuerung gibt es nur für bestimmte Unternehmen, insbesondere sollen Startups in dem Zusammenhang begünstigt werden. Als Startups gelten Unternehmen, deren Gründung nicht länger als 12 Jahre zurückliegt. Und die Unternehmen dürfen in dem Jahr, wo die Mitarbeiterbeteiligung ausgegeben wird, nicht mehr, nur weniger als 250 Mitarbeiter haben, einen Jahresumsatz von weniger als 50 Euro oder alternativ zum Umsatz eine Bilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro. Interessant ist, dass diese Neuregelungen bereits rückwirkend angewendet werden können für
Übertragungen von Vermögensbeteiligungen ab dem 1.7.2021. Dann zum nächsten Thema, betriebliche Altersversorgung, insbesondere im Wege der Entgeltumwandlung. Da hatten wir ja bereits im Jahr 2019 für Neuzusagen aus diesem Jahr die gesetzliche Regelung, dass der Arbeitgeber, der sich ja in der Regel durch die Entgeltumwandlung bei Mitarbeitern unter der Beitragsbemessungsgrenze einen Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung spart, dass er diese Ersparnis an den Mitarbeiter zum Aufbau der betrieblichen Altersversorgung weitergeben muss. Nachdem das ja individuell unterschiedlich ist, wie hoch die Ersparnis ist, ist hier gesetzlich ein pauschaler Wert von 15% festgelegt worden. Für sogenannte Altzusagen, also betriebliche Altersversorgungen mit Entgeltumwandlung, die bereits vor dem 01.01.2019 bestanden haben, gab es eine Übergangsfrist, dass der Arbeitgeber diesen zusätzlichen Zuschuss nicht leisten muss, die aber Ende diesen Jahres ausläuft. Das heißt, ab 01.01.2022 muss auch für die Altzusagen vor 2019 der Arbeitgeber diese 15% als zusätzlichen Zuschuss geben. Jetzt haben wir schon vielfach erlebt, dass die, gerade in Fällen von Direktversicherungen, wenn wir Direktversicherungen haben, die schon lange laufen, die noch gut verzinst sind, dass hier die entsprechende Versorgungseinrichtung oder die Versicherung das gar nicht zulässt, dass man den Beitrag aufstockt in dieser Versicherung. Und für nur diese 15%, ja, ist in der Regel, wenn Sie dafür eine neue Versicherung abschließen oder eine zusätzliche Versicherung abschließen, ist da ja nahezu keine Rendite zu erwarten. Es wird jetzt vielfach empfohlen, das sogenannte Reduktionsmodell als Lösung. Das heißt, der bisherige Beitrag in die jeweilige Durchführung der betrieblichen Altersversorgung bleibt gleich, aber der Mitarbeiter wandelt weniger um und der Arbeitgeber gleicht die Differenz aus durch diesen 15% Zuschuss. Also das, denke ich, ist ein ganz sinnvolles Modell, um zum einen dieser Verpflichtung nachzukommen und zum anderen für den Mitarbeiter auch eine rentable Lösung zu bieten. Diese zusätzlichen Arbeitgeberzuschüsse sind übrigens im Rahmen des 3 Nummer 63 auch steuerfrei. Zu den Reisekosten nur ein kurzer Hinweis, die werden wir auch im Arbeitgeberseminar Anfang 22 ausführlicher behandeln. Pandemiebedingt gibt es keine neuen Auslandsreisekostentabellen zum 01.01.2022, sondern die Tabellen aus 2021 werden sozusagen unverändert für 22 fortgeltend weiter angewandt. Sie können sich dieses BMF schreiben, wo das bekannt gemacht wurde und mit den dann auch für 2022 geltenden Tabellen, wir haben Ihnen das Datum und das Aktenzeichen mit reingeschrieben, auf der Internetseite vom BMF herunterladen. Was jetzt ja dann ansteht, ist die Lohnsteuerbescheinigung für das Jahr 2021. Dazu gibt es auch ein BMF-Schreiben, was die alles enthalten muss. Wir haben Ihnen hier nochmal das Muster, das für 21 gültige Muster der Lohnsteuerbescheinigung mit abgedruckt. Wichtig ist, die Übermittlung der Bescheinigung an das zuständige Arbeitgeberfinanzamt muss bis zum 28. Februar 2022 erfolgt sein und danach ist sie auch nicht mehr änderbar. Also das ist ganz wichtig, in dem Moment, wo Sie die bis dahin übermittelt haben, ist sie auch nicht mehr dann später korrigierbar. Wichtig ist, dass diese Zeile 17 in der Lohnsteuerbescheinigung 21, die ja in 2020 auch schon drin war, da müssen Sie als Arbeitgeber bescheinigen, Zuschüsse oder steuerfreie Sachbezüge, die auf die Entfernungspauschale anzurechnen sind, da gehören die Zuschüsse für Fahrten des Mitarbeiters mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen Fahrten und Wohnung und erster Tätigkeitsstätte,
dazu und da gehört auch das Jobticket dazu. Diese beiden Dinge sind ja steuerfrei, wenn sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden und dann müssen sie bescheinigt werden. Wenn Sie solche Zuschüsse oder Sachbezüge leisten durch Gehaltsumwandlung zum Beispiel, dann können die ja pauschal besteuert werden und dann müssen sie nicht bescheinigt werden. Also diese Bescheinigungspflicht gilt nur für die steuerfreien Leistungen in diesem Zusammenhang. Für das Jahr 2022 ist die Lohnsteueranmeldung, das Formular bereits bekannt gegeben worden durch ein BMF-Schreiben und auch zur Jahreslohnsteuerbescheinigung 2022 gibt es bereits ein Muster und eine entsprechendes BMF-Schreiben dazu. Die jeweiligen Unterlagen und wie Sie sich die auf der Website runterladen können, finden Sie auf dieser Folie. Dann kommen wir als nächstes Thema zum den amtlichen Sachbezugswerten. Hier sind ja immer ganz wichtig die unten fett gedruckten amtlichen Sachbezugswerte, zum Beispiel für Kantinenmahlzeiten in Form von Frühstück, Mittag und Abendessen. Die werden etwas erhöht zum 01.01.2022, Frühstück auf 1,87, Mittag und Abendessen auf jeweils 3,57. Auf der nächsten Folie haben wir Ihnen nochmal zusammengefasst die Pauschbeträge für Umzugskosten, die Sie steuerfrei erstatten können. Hier hat sich unterjährig im Jahr 2021 eine Änderung zum 1. April ergeben. Und diese Werte werden wieder angepasst im Jahr 2022, dann auch wieder zum 1. April. Alle diese Werte, die Sie auf diesen beiden Seiten finden, sind geringfügig jeweils angehoben worden. Die Sozialversicherungswerte 2022 ist auch mehr eine Übersicht, dass Sie das parat haben, was ab 2022 gilt. Die jeweiligen Beitragssätze bei der Krankenversicherung kommen zum Beitrag von 14,6%, den sich ja Arbeitgeber und Arbeitnehmer hälftig teilen, jeweils ein Zusatzbeitrag kassenindividuell dazu. Der durchschnittliche für 2022 wird voraussichtlich 1,3% betragen. Und bereits seit 2019 müssen Sie als Arbeitgeber ja auch von dem Zusatzbeitrag wieder die Hälfte bezahlen. Die Pflichtversicherungsgrenze in der Krankenversicherung und die Beitragsbemessungsgrenzen in Krankenversicherung und Renten- und Arbeitslosenversicherung haben wir Ihnen auch nochmal dargestellt. Hier ist es nach wie vor so, dass wir bei den Beitragsbemessungsgrenzen Rente und Arbeitslosenversicherung immer noch ein Auseinanderfallen in den alten und neuen Bundesländern haben. Bitte beachten Sie, dass ab 01.01.2022 auch der Mindestlohn angehoben wird, nämlich auf 9,82 Euro und dann unterjährig in 2022 noch einmal zum 01.07. auf brutto 10,45 Euro. Das ist auch ganz wichtig für Ihre Minijobs, weil Sie ja die 450 Euro, die der Minijobber im Monat verdienen darf, durch die Arbeitszeit teilen müssen. Das heißt, wenn Sie hier knapp kalkuliert haben, dann sollten Sie nochmal überprüfen, ob auch bei gestiegenem Mindestlohn, also insbesondere dann ab 01.07.2022, die 40-Euro-Grenze noch hält oder ob Sie eventuell für den Minijobber die Arbeitszeit reduzieren müssen. Ja, und auch im Bereich der Lohnsteuer hat der Koalitionsvertrag schon Pläne oder enthält er schon Pläne. Zum einen zur Elektromobilität. Haben Sie ja in den Unterlagen die Übersichten, wie hier der aktuelle Stand ist. Die Koalition hat sich darauf geeinigt, dass momentan haben wir ja für die reinen Elektrofahrzeuge nur 0,25% vom Bruttolistenpreis anzusetzen, Hybridfahrzeuge mit 0,5% vom Bruttolistenpreis
Das soll aber in Zukunft dann nur noch gelten, wenn diese Hybridfahrzeuge überwiegend auch im elektrischen Fahrantrieb betrieben werden können. Das ist momentan noch ein bisschen Utopie, weil die meisten nicht zu mehr als 50% im rein elektrischen Fahrbetrieb betrieben werden können. Aber sollte das nicht der Fall sein, dann gilt auch bei Hybridfahrzeugen in Zukunft 1%-Regel. Wann das genau umgesetzt werden soll, ob schon im kommenden Jahr oder erst später, steht noch in den Sternen. Was schon festgelegt ist, es gibt ja für die begünstigten Fahrzeuge, die Elektrofahrzeuge, eine Mindestreichweite von 80 Kilometern. Dies war ursprünglich geplant erst ab 1.1.25 als Voraussetzung. Das wird auf jeden Fall vorgezogen auf den 1.8.23. Und ab dem Jahr 2025 gelten auch die 0,25% nur Bruttolistenpreis für rein emissionsfreie Elektrofahrzeuge nicht mehr, sondern dann werden auch die generell nur noch begünstigt mit 0,5% des Bruttolistenpreises als Bemessungsgrundlage. Als CO2-neutral betriebene Fahrzeuge, momentan ist ja alles auf Elektro ausgerichtet, die sollen in Zukunft lohnsteuerlich dann genauso behandelt werden wie die voll elektronisch betriebenen. Also entscheidend ist die CO2-Neutralität, und wenn man das durch Wasserstoffbetrieb oder so auch erreichen kann, soll das dann künftig auch entsprechend begünstigt sein. Die von Ronny Spohr schon angesprochene Homeoffice-Pauschale soll verlängert werden über den 31.12.21 hinaus, nämlich bis Ende nächsten Jahres. Und die Koalition hat sich vorgenommen, in 2022 dieses Thema Homeoffice nochmal zu evaluieren, wie es so schön heißt, also zu gucken, Anforderungen an ein häusliches Arbeitszimmer und eventuell Fortführung einer wie auch immer gearteten Homeoffice-Pauschale. Dann hatte ich es schon angesprochen, der Mindestlohn soll auf 12 Euro abgehoben werden. Wann genau, ist im Koalitionsvertrag noch nicht festgelegt. Was damit im Zusammenhang dann auch angepasst werden soll, sind die monatlichen Lohngrenzen für Mini- und Midi-Jobs. Die Midi-Jobs-Grenze soll von 1.300 auf 1.600 erhöht werden. Die Minijob-Grenze soll sich künftig an einer Wochenarbeitszeit von 10 Stunden zu Mindestlohnbedingungen orientieren. Das heißt, wenn der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben wird, dann wird in etwa die Minijob-Grenze von bisher 450 auf 520 Euro erhöht. Und für Pflegekräfte soll der Bonus auf 3.000 Euro angehoben werden, der sogenannte Pflegebonus. Auch hier ist leider die zeitliche Umsetzung dieser Anhebung noch nicht genannt im Koalitionsvertrag. Ja, das wären die Hinweise gewesen zu den Themen Lohnsteuer und Sozialversicherung. Ich gehe kurz mal in den Chat, ob wir hier noch Fragen haben. Es gab eine Frage, ob die Pauschale von 30 Cent für den gefahrenen Kilometer im Rahmen der Reisekosten auch angehoben wird. Da kann ich ganz klar sagen, nein, da bleibt es bei den 30 Cent. Diese Erhöhung ab dem 21. Kilometer gilt in der Tat nur für die Fahrten erste Tätigkeitsstätte und nicht für die Reisekostenerstattung mit dem eigenen Fahrzeug. Ja, auf folgende Veranstaltungen würde ich gerne noch hinweisen, und zwar noch jetzt im Dezember 2020 findet am 13.12. ein Webcast statt, in dem es um den Versuch geht, vorzustellen, welche technischen Lösungen es unter Umständen geben könnte,
um die Administration und Dokumentation rund um den Paragraph 37b zu erleichtern und dann auch eine korrekte Versteuerung sicherzustellen. Also Sie sind herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und sich dann entsprechend anzumelden. Also Sie können sich noch anmelden zu der Veranstaltung. Unser Arbeitgeberseminar mit ganz ausführlichen Hinweisen muss leider auch 2022 wieder online stattfinden. Es ist momentan nicht möglich, in den großen Runden, die wir da immer waren, Präsenzveranstaltungen abzuhalten. Das Seminar wird in gleicher Weise stattfinden wie schon dieses Jahr in 2021, nämlich 4 Webcast-Sessions von Montag bis Donnerstag. Die ersten 3 Tage werden sich Themen der Lohnsteuer widmen und der Donnerstag ist dann reserviert für die Sozialversicherung. Die Veranstaltungen werden auch 1,5 Stunden wieder betragen, aber am Vormittag stattfinden. Vorgesehen ist dafür die KW5 vom 31. Januar bis 3. Februar 2022. Die Einladungen dazu werden noch vor Weihnachten verschickt. Dann gehe ich kurz nochmal in den Chat, weil wir hier noch Fragen hatten, auf die ich vielleicht noch kurz eingehen möchte. Also da ist eine ganz ausführliche Frage drin zum Thema dieser Kartenkategorien mit verschiedenen Akzeptanzstellen. Da würde ich darum bitten, es ist auch eine anonyme Anfrage, da würde ich darum bitten, dass wir die vielleicht schriftlich beantworten können, weil das würde den Rahmen hier sprengen. Dann möchte ich ganz kurz noch einen Blick mit Ihnen werfen auf die Checkliste, die Sie im Anhang zur Präsentation finden, nach den Veranstaltungshinweisen. Die ist ähnlich aufgebaut wie unsere Präsentation. Vorangestellt nochmal anknüpfend an den ersten Tag dieser Woche Hinweise noch, was vielleicht im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Jahresabschlusses noch zu beachten ist, auch im Hinblick auf Rücklagen nach 6b, auf Anschaffung oder von Wirtschaftsgütern, eventuell Ausnutzung von Abschreibungen und so weiter. Also einfach ein paar Tipps, die man vielleicht in diesem Zusammenhang sich noch anschauen könnte. Die nächste Checkliste betrifft Kapitalgesellschaften und ihre Gesellschafter. Hier auch Gesellschafter nicht nur in Form von natürlichen Personen, sondern auch von anderen Gesellschaften. Hier eventuell auch nochmal Organschaftsverträge, Ergebnisabführungsverträge angucken, schauen, ob eventuell Verluste zu verfallen drohen. Ja. Insbesondere bei Gesellschaftergeschäftsführern sollte man vielleicht auch die Pensionszusagen und überhaupt die Vergütungsausstattung nochmal anschauen, ob das noch im Einklang ist mit den geltenden Vorschriften. Und im Hinblick, das ist ja auch im internationalen Workshop diese Woche schon angeklungen, dass es ja ab 1. Januar 2022 eine Verschärfung im Hinblick auf die Wegzugsbesteuerung gibt, dass man hier vielleicht eventuell einen ohnehin geplanten Wohnortwechsel vielleicht noch ins Jahr 2021 vorziehen könnte. Dann zu den Immobilienbesitzern finden Sie auch noch ein paar Hinweise. Die Mietgrenze hatten wir schon angesprochen. Wichtig ist immer zu gucken, wenn Sie leerstehende Immobilien haben, dass Sie den Nachweis der fortbestehenden Einkommenserzielungsabsicht haben, dass Sie sich um Vermietung bemüht haben und so weiter. Das wird zunehmend in Betriebsprüfungen nachgefragt. Ja. Auch gucken, ob man den Schuldzinsenabzug optimieren könnte, eventuell Umschuldung zwischen Objekten, um hier den Werbungskostenabzug zu optimieren. Und auch wenn Sie neue Objekte kaufen oder ein altes Objekt neu kaufen und das umfassend renovieren müssen, dass Sie da auch gucken auf diese berühmte 15%-Grenze im 3-Jahres-Zeitraum, wenn die dann diesen sogenannten anschaffungsnahen Aufwendungen diese Grenze überschreiten,
dann können die nicht sofort abgeschrieben werden, sondern nur über die Laufzeit des Gebäudes, über die normale AFA. Ja, für private Kapitalanleger hatte ich es eigentlich schon angesprochen, finden Sie auch nochmal zusammengefasst. Was ganz wichtig ist, ist der auch im Webcast schon angesprochene Bescheinigung über den Verlust, dass ich zwischen verschiedenen Banken in einem Jahr die positiven und negativen Einkünfte ausgleichen kann. Wenn das nicht möglich ist, dann sind diese Verluste ja nicht verloren, ja? Dann werden die nicht ausgenutzten Verluste festgeschrieben. Viele von Ihnen haben vielleicht schon mal diese Ergänzung zum Einkommensteuerbescheid gesehen, wo die noch nicht genutzten Verluste, insbesondere aus der Veräußerung von Aktien, dargestellt sind. Und so kann man die sozusagen für die Zukunft zumindest retten, wenn man diese Verlustbescheinigung hat vergessen zu beantragen oder sie vielleicht, man sollte sich da immer mit den Bankern abstimmen, es vielleicht auch Sinn macht, die gar nicht zu stellen. Ja, und für die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer haben wir das Wichtigste auch nochmal zusammengefasst, was sich im Wesentlichen auch orientiert an dem, was wir Ihnen vorgestellt haben. Und ich hoffe, dass wir Ihnen mit unseren Hinweisen interessante und für Sie hilfreiche Informationen geben konnten. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und für die interessanten Fragen im Chat und auch für die netten Kommentare, die wir im Chat schon bekommen haben. Und Sie sind selbstverständlich herzlich eingeladen, uns Ihr Feedback zu geben zur Veranstaltung, zum Format, zum Inhalt, zur ganzen Reihe, zu den einzelnen Tagen. Und darf Sie nochmal herzlich einladen zu den angekündigten beiden Veranstaltungen und wünsche Ihnen allen eine schöne Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest, dann gutes Rüberkommen in ein hoffentlich leichteres Jahr 2022. Und vor allen Dingen bleiben Sie gesund und die Leute gewogen. Herzlichen Dank und alles Gute.